Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, Leute. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen entspannt angeln. Hier auf dem heiligen Samstag Nacht. Nochmal ein bisschen die Rute reinhalten. Und was geht? Man hat ja in den letzten Tagen schon wilde Geschichten vom Bärensee gesehen. Und, ah, warte mal, das Intro. So, jetzt geht besser. Wilde Geschichten vom Bärensee hat man ja jetzt in den letzten Tagen gehört und gesehen, so wegen Amur und sowas alles. Und ich habe mir gedacht, komm, baller einfach mal was raus. Schmeiß mal die Grundrouten raus, beziehungsweise hier die Karpfenrouten. Und dann gucken wir doch mal, was denn hier so geht. Und ich habe gerade den ersten, jetzt haben wir ja schon 14 Uhr, den ersten Abend da hinten bei 55,33 rumprobiert. Köder und sowas zeige ich auch gleich. Und jetzt gerade bin ich hier auf 44,50. Das ist so ein bisschen weiter hier, da so. 44,50, 44,51. Werf tendenziell eher so, wo jetzt hier die Routenspitze so ungefähr hin zeigt. Also nach da werfe ich jetzt ungefähr. Manche werfen eher nach links, manche eher nach rechts. Ich glaube, so richtig relevant ist es nicht. Ich werfe so halt knapp hinter das Geschlonze. Ich klippe das Ganze auch nicht, wenn ihr unbedingt klippen wollt. So, ich sag mal so roundabout 20 bis 24 Meter. Alles in dem Bereich wird mit Sicherheit ganz okay sein. Und ja, da habe ich jetzt bisher, ich möchte eigentlich gerade nicht rausgehen, 13, also aus dem Drill hier und in den Kescher gucken, weil dann kurbel ich nicht mehr. 13 Fische jetzt gerade reingezogen. Und da geht auch noch ein bisschen was. Komm, wir machen mal ein bisschen lauter. Das hört sich doch ganz gut an, ey. Der hat doch sogar noch richtig Bock hier, der Brocken, ey. Ha! Alter, der hat ja richtig Bock. So, ist aber mal genug hier. Habe ich eigentlich schon angeschlagen? Ja, und ich habe hier den Morgen über jetzt hier schon gestanden und habe hier ein bisschen was rausgezogen. Es war echt gut bisher. Recht gemischt, gar nicht so viele Amure. Und in den letzten Tagen stand ich auch schon mal hier, habe hier so an diese Schilfkante geworfen. Auch hier 20 bis 22 Meter. Viel mit Graskarpfenmische rumhantiert. Da gingen einige schwarze Amure auch noch mit dran. Hier genau an der Stelle hatte ich ja vor Monaten den schwarzen Amur als Super Trophy rausgezogen auf einer schnöden Kartoffel. Das heißt, für alle, die jetzt im Moment vielleicht noch nicht mit einer fantastischen, fancy Boilie-Montage hier angeln können, auch für euch gibt es Hoffnung. Einerseits werdet ihr irgendwann damit angeln können, weil ihr dann irgendwann mal dahin kommt vom Level und vom Skill. Und andererseits könnt ihr euch einfach mal eine Kartoffel ranschmeißen hier und dann raus damit. Einfach mal hier die Kartoffel reinballern. Und schön auf Kartoffel was fangen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich vermute, dass das hier schon mal ein bisschen was Dickeres wird. Ich habe hier eine recht dicke Schnur drauf. Wenn mich nicht alles täuscht, 32 Kilo müsste das Ganze haben hier. Ich sag mal so, um die 30 Kilo liegt die Schnur. Der Fisch kommt langsam rein. Ich lasse ihn nochmal so ein bisschen hier schön in die Kraft der Rute, dass quasi die Spannung der Rute auch noch mit reindrückt. Nicht nur die Schnur und dann einfach wieder Stück für Stück ranziehen. Er ist ziemlich weit draußen jetzt. Das ist natürlich schon heftig, ne? Der konnte gut abziehen. Hatte wirklich genug Zeit, um Gas zu geben. Deswegen vermute ich jetzt mal, weil er auch so schnell und so weit abgehauen ist, dass es auch wahrscheinlich ein Amur ist,
der da reingestiegen ist. Und der gibt nochmal richtig Gas. Er wehrt sich tatsächlich. Ich mache nochmal eine Stufe höher die Bremse. 26. Man hört so schön von der... Einfach nur jetzt... Also ich mache Einkurbeln, schnelles Einkurbeln jetzt die ganze Zeit. Aber es geht natürlich nicht schnell. Dadurch, dass der Fisch so schwer ist und auch so hart dagegen kämpft. Ja, auch wenn er jetzt was anderes gerade ranbimmeln will. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall kümmern wir uns jetzt um irgendwas anderes als um so einen dicken Brocken hier. Schön entspannt. Jetzt geht die Kraft wieder zurück vom Fisch und jetzt nochmal mehr einkurbeln. Zack, da kann man richtig Gewinn machen wieder an Meter. So, und wieder langsam rumziehen hier. Keine hektischen Bewegungen, das Ganze schön locker machen. Ich gucke gerade mal, ob ich noch ein bisschen Energie nachtanken kann. Ich sehe gerade, dass mein Energiebalken, der Blitz, fast leer ist. Ja, wenn ich nicht kurbel. Gucken wir mal, was er macht. Wir wollen ja nicht, dass er dann direkt wieder eskaliert. Wenn man den Fisch jetzt die ganze Zeit kurbelt und zieht, irgendwann ergibt er sich seinem Schicksal sozusagen. Und wird einfach nur weggezogen. Aber wenn er merkt, da ist kein Zug mehr, dann gibt er häufig nochmal Gas und will weg. Na, noch geht's. Noch habe ich, glaube ich, ein bisschen Energie. Andererseits gönne ich mir nochmal eben. Schnell nochmal ein bisschen nachkurbeln. Schön zuckerhaltigen Speeden. Und weil das bestimmt was Gutes ist, gönne ich mir auch nochmal... What? Ich kann mir keinen Shampoo gönnen? Nee, ne? Oder zum Wochenende, Alter. Leute, das Leben ist grausam. Das Leben ist grausam. So, nochmal ein bisschen ziehen. Aber klein gönne ich mir gleich nochmal. So. Jetzt kommt er ganz gut mit. Das ist gut, das ist gut. Schön langsam. Krass. Ja, die Frequenz war jetzt gerade in den Morgenstunden, war die echt ganz gut. Fische nahezu im Minutentakt oder sogar noch schneller. Das ist natürlich dann sensationell, wenn das so funktioniert. Ich habe drei unterschiedliche, wenn auch nicht gänzlich unterschiedliche Boilie-Kombinationen hier dran. Alles ist momentan lecker auf Sahne aus. Sahne und Kokossahne und da kommt doch schon was an. Alter, das ist mächtig. Alter, ist das mächtig. Alter, ist das mächtig. Leck mich fett, Alter, das ist mächtig. Alter. Mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß. OMG. Endlich meine Spiegelkarpfen-Trophy. Oh, wie geil. So ewig nicht reinkassiert den Brocken. So lange nicht gefangen. Endlich die Spiegelkarpfen-Trophy. Und auch am Bärensee, nicht an dem anderen komischen Gewässer. Abgefahren. Spiegelkarpfen-Trophy. Endlich mal ein mächtiges Ding. 26 Kilo abgefahren. Geiles Teil, ey. Krass. Sehr, sehr, sehr krass. Mando. Ach, wie gut, ey. So, jetzt ziehen wir mal eben den hier rein. Und dann gucken wir mal eben, welche... Zack. Welche Kombi das war.
Ihr seht, ich klipp gar nicht. Ich werfe immer so grob nach Gefühl aus, so prozentual. Das hier ist die Kombination. Das heißt, Kokossahne, dann haben wir hier noch süße Sahne, beides 16er Pop-Up. Und das Ganze mit Kokosnektar auch noch ein bisschen süßlich gemacht. Das lübt. Und ich bin hier, okay, ich war hier auf 27,7er Vorfach. 27er Fluro, das war das, doch das, die etwas leichtere Montage. Das war ein bisschen weit. Und jetzt wieder so raus, zack. Reicht. Abgefahren. Abgefahren. Hier war jetzt auch gerade ein Biss. Hier haben wir die, ist die Kombi so ein bisschen anders. Honigcreme hier drauf. Dann auch nochmal Sahneweiß als Mais und Kokosnektar. Das ist auch irgendwie so eine süße Kombi einfach. Wobei ich das hier wahrscheinlich auch nochmal umändere. Und hier waren auch einige Bisse schon drauf. Oh, hier ist der Dip aus. Der Sahne-Dip fehlt mittlerweile schon. Süße Sahne Pop-Up und Kokossahne. Aber es waren tatsächlich auch schon ohne Dip-Bisse dran. Ja, das ist das, wie es jetzt gerade aussieht. Wenn wir jetzt natürlich reingucken, 35 Minuten, beziehungsweise sagen wir mal 30 Minuten jetzt hier gerade geangelt. Gucken wir mal eben in den Kescher nach 30 Minuten. Den Drill, den nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und die Trophy nehmen wir natürlich auch raus. Mit der Trophy 200 noch was tacken. Ohne die Trophy. Beziehungsweise machen wir es mal so. 118 Silber jetzt schon zusammengeangelt. Viele Karpfen, ne? Viele Karpfen. Also gar nicht so schlecht. Als ich die erste Runde hier bei 55,33 gerade durchgeangelt habe, das waren um die 80 Silber. War nicht so schlecht in den Abend hinein. Aber hier an der Stelle lübt es gerade doch noch ein bisschen besser. Und ja, hier werde ich jetzt gleich noch ein bisschen weiter angeln. Ihr seht ja in den Rekorden, es lübt gerade ganz gut. Von daher einfach mal ein kurzes, motivierendes Video für euch. Zieht euch auch mal ein paar frische Karpfen hier. 44,50 beziehungsweise hier in dem Bereich auch 43, 52 und so weiter. Also grob hier in dem Bereich und schön hier hinter das Geschlonze einfach mal reinwerfen. Und wenn ihr ein ganz leichtes Setup noch habt, gar nicht irgendwie auch Spaß daran habt, die dicken Brocken zu ziehen, auch hier mal mit dem Honigteig probieren oder mal mit dem Käse. Auf Barbe oder auf Goldschleie. Da hatte ich auch zuletzt mal wieder eine kleine Goldschleie dran. Wenn man die noch braucht oder gerne hätte, hier bekommt ihr die. So, das war's eigentlich schon. Ganz kurz und schmerzlos. Daumen da lassen, Kanal abonnieren und Montag sehen wir uns dann wieder im nächsten Livestream auf Twitch. Petri, bis dahin. Tschüss.